Luis, Auswärtssieg in allerletzter Minute. Nimm uns mit in deine Gefühlswelt. Wie gut fühlt sich das gerade an? Unglaublich gut. Wenn man sieht, wie das Spiel war, war eigentlich nur, also für mich eine Frage der Zeit. Ich hatte es die ganze Zeit im Gefühl, dass wir das Ding noch holen. Ich habe alle versucht zu pushen, mitzunehmen und ich glaube, man hat es auch gemerkt, die Stimmung in der Mannschaft trotzdem gut in der Halbzeit. Wir haben uns gepusht, jeder Einzelne. Und deswegen, wenn man sich unsere Chancen anguckt, ich glaube, dreimal Aluminium, so, na klar hatten die auch ein, zwei Chancen, aber ich glaube, im Moment oder allgemein ist das ein verdienter Auswärtssieg auf jeden Fall. Und die Stimme hast du beim Jubel verloren oder vorher im Spiel schon? Beides. Das war so ein Mix, schon im Spiel rumgeschrien. Die ganze Zeit eigentlich, vor allem zweite Halbzeit, da nochmal alle nach vorne geholt oder versucht nochmal. Und bei der Lautstärke ist auch nicht so leicht, dass die einen dann hören auf dem Platz. Aber ich glaube, hauptsächlich ist gerade beim Jubeln die Stimme verloren gegangen. Du hast selber das zwischenzeitliche 1:1 gemacht. Nimm uns mal mit ins Tor rein. Wie hast du den versenkt und wie wichtig war der Treffer heute? Ich glaube, sehr wichtig, weil man hat es auch gemerkt dann auf dem Feld. Wir sind direkt wieder angelaufen, die Fans, die sowieso die ganze Zeit geil dabei gewesen. Aber dann hat man gemerkt, die sind nochmal eine Schippe, haben die auch draufgelegt, so wie wir dann. Und ja, für beide verdient. Geil, dass wir auch jetzt mit denen noch feiern konnten zum Schluss. Und ja, war einfach geil. Sehr gut, danke dir, Luis. Gerne, gerne. Ja.